Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Oh oh. Okay, das sah irgendwie komisch aus. Ich habe aber jetzt definitiv Schaden noch genommen. Ich weiß nämlich nicht, wie das hier mit dem Fallschaden ist. Man nimmt Fallschaden, aber wie extrem das jetzt ist, das haben wir eingestellt. So, wir müssen, glaube ich, aber recht weit zu diesem Boss-Typen. Aber ich würde das gerne machen. Interessiert mich doch glatt, ob wir den schlagen könnten. Wobei es schon echt schwierig werden könnte. Die letzte Koop-Aufgabe war auch nicht ganz so einfach. Man sollte das eigentlich ja dann in der Gruppe machen. Aber wir kriegen es hin. Au. 408 Leben haben wir mittlerweile, das läuft. So, laufen wir mal hin. Ah, es ist ja wieder endlich Nacht. Nacht finde ich auch sehr hübsch hier. Na, Juli? Was guckst du dir so an? Auf deinem schönen Weg? Wie viel Gold haben wir mittlerweile? Oder Silber haben wir mittlerweile? 24.000 doch. Guck mal. Da geht was. Und die Silbermünzen wiegen sogar tatsächlich was. Ha, cool. Gell, ich finde es absolut großartig. Ach so, hier muss ich den beschwören, oder was? Oh, wir sind schon da. Ich finde es unglaublich. So. Ich beschwöre den mal jetzt irgendwo, wo ich denke, ich habe Ruhe. Oh, habe ich eh nirgends, wa? Dann machen wir es genau hier. Oh Gott! Autsch! Woo! Da hat er mich doch glatt genatzt, ey. Ich glaube, da sollte man tatsächlich anfangen, ein bisschen auszuweichen. Ich habe schon befürchtet, dass das ein bisschen schwieriger wird. Oh, was ist denn? Wenn er nach hinten springt und mit seiner Kette was machen will, einfach zurückspringen. Beziehungsweise zur Seite, aber da blutet doch schon ganz gut. Komm. Mach den Kerl alle. Hält auch schon viel aus, aber die ganzen Back-Attacks, die machen gut was her, oder? Oh, jetzt hat er sich... Oh, oh. Jo! Was? Wait, what? Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Back Attack, Back Attack. Und er ist tot. Oi da. Holy crap, der war heftig. Der hat es durchaus in sich. So. Was ist das hier für ein lustiges Symbol? Quatsch mal mit dem Typen. Das habt ihr gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Ey, nicht dein Ernst. Ich darf nicht mal in Ruhe mit meinem Hausgeist reden. Arschloch. So, was nehme ich denn jetzt? Das ist schlechter, das ist schlechter, das ist gleich gut. Schuhe sind besser. Juhu! Ja, ich möchte gerne die Schuhe haben. So, bessere Schuhe für mich. Und hier haben wir noch was. Und das sind zwei neue Plätze. Perfekt.
Wunderbar. So, jetzt dürfen wir also erstmal nach Hause. Sind recht weit jetzt gegangen. Das heißt, Questziel ist ja alles wieder zurückkehren. Sag mal. Aber sonst geht's euch gut. So, Ruhe da. Ich will mir die Karte angucken. So, da müssen wir zurück. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zu Ferdi. Der arme Bodo, der vermisst uns sicherlich schon. Müssen wir 750 Meter noch laufen. Oh, meine Escape-Taste funktioniert wieder. Wer weiß, an was das gelegen haben muss. Schauen wir uns mal hier so um, wie das so ist. Weltkarte ist klar soweit. Sie ist so groß. Schaut es euch einfach mal an. Heilige. Gottes Willen, ey. Ja, Esel. Es ist ein Esel. Verarbeitung. Achso, können wir gerade nicht machen. Gildenfenster haben wir noch nicht. Das machen wir ab Release. Ist das hier so? Introduce yourself. Kann man da was reinschreiben? Oh. So. LP und KP. Alles klar. Habe ich jetzt auch was, was mich eigentlich wirklich heilt? Schneidendes Licht gibt 10 Lebenstreffer. Das hier... Ah, hier. Das brauche ich. Umschalt und E heilt mich. Das geht sogar während des Reitens. Nein, warte mal. Warte. Umschalt und E. Das ist Heilung, Ladies and Gentlemen. Alles klar. Dann wissen wir das jetzt auch. Ich dachte auch, dass die Kraftpunkte meine Leben sind. Deswegen habe ich das vorhin mit meiner Heilung sehr viel verwechselt. Aber damit ist tatsächlich... Also LP ist dann tatsächlich das Richtige. So. Muss ich bei ihm sogar noch was abgeben? Kann ich mit dem labern? Ach, dem kann er seine komischen Handschuhe kann ich jetzt ausleihen. Das will ich aber gar nicht. Ich will mir nichts leihen. Ich will besitzen. Es gibt keine besetzte Gilde. Guck mal, keine Gilde besitzt zum Beispiel jetzt den Hof. Das ist der Mal. Hier ist aber jetzt nur mein Pferd, ne? Hier ist ansonsten nichts. Weil hier gerade sah das so aus, als könnte ich mit irgendjemandem sprechen, der interessant wird. Interessant ist. Warum leuchtest du so auf? Möchtest du mir irgendwas sagen? Ich glaube nicht. So, Bodo. Wo haben wir Bodo geparkt? Da ist der Bodo. Bodo, WB. Und KP ist meine Kraftanzeige, die halt meine Skillleiste, quasi Magie ist, oder wie man es auch immer nennen möchte, um zu begreifen, was das, was es bringt. Ich muss jetzt darunter wieder zurück nach Heidel. Achso, da machen wir jetzt erstmal Joel. Und am Ende gucken wir uns in Heidel dann komplett um. Alles klar, los geht's, Bodo! Bodo, ein bisschen schneller darf es aber schon sein. Sehr nett, Bodo. So eine kleine nächtliche Reise, Freunde.
Muss auch mal sein, oder? Sieht so schön aus. Es regnet. Leute, das ist das erste Mal, dass es regnet. Und, Leute, wenn es regnet, dann verändern sich... Schaut mal, wie nass das Gesicht direkt ist. Es bilden sich auch Pfützen am Boden. Wetter hat tatsächlich Einfluss auf die Umgebung, was ich sehr geil finde. Bodo, bleib nicht an jedem hängen. Was ist denn hier für eine Bodo-Versammlung, ey? Stufe 5 von Bodo, Leute. Bodo hat ein Level Up. Oh, hier gibt's Quests für mich, aber wir ignorieren die jetzt weiterhin. Die machen wir dann alle, sobald wir das Hauptspiel haben. Schöne Sache. Das Riese da hinten, ey. Ja, der Rallye-Esel ist jetzt halt schon Level 5, ne? So, wir sind bei Joel angekommen. Bodo, du hast jetzt eine Pause verdient. Hey, Joel. Wieso starrt er mich so an? Habe ich einen Juwelen in der Nase? Schön wär's. Wovon redet ihr da? Die Vibe Steinkeil oder Vibe Steinkeil? Das ist doch derjenige, der die Arbeiter nicht abgeholt hat, die wir eifrig bereitgestellt haben. Das muss ein Missverständnis sein. Wir schicken keine Arbeiter. Wenn ihr Arbeiter braucht, müsst ihr sie abholen. Wie dem auch sei. Dass da Vibe Steinkeils Unterschrift ist, gebe ich euch seine Arbeiter. Ja, easy. Er hat auch eine Quest für euch. Kann ich euch um einen Gefallen bitten? Seht ihr da hinten den Lagerverwalter Amerigo? Ihr werdet bald merken, dass er viel Lärm macht. Entweder beschwert er sich den ganzen Tag oder er lobt sich selbst. Ich hasse seine Prahlereien. Ihr seht nach einem tüchtigen Arbeiter aus. Warum sorgt ihr nicht dafür, dass er sich wieder etwas beruhigt? Das können wir doch eigentlich glatt mal machen. Da geht's um den Kollegen hier, ne? Der Lagerverwalter. Das ist der Junge. So, du machst hier also Radau, ja? Mein Lagerhaus ist das zuverlässigste in der ganzen Gegend. Hm, wollt ihr das Lager nutzen? Ich bin Lagerverwalter Amerigo. Bei mir steht Vertrauen an erster Stelle. Okay, wir könnten jetzt jederzeit alles bei ihm lassen, aber das möchte ich nach wie vor nicht. Und das war's. Was hat das jetzt mit Beruhigen zu tun? Ach so, ich habe ihn beruhigt, indem ich ihm was zu tun gebe, oder was? Okay. Ich würde gerne nochmal mit irgendjemandem quatschen. Ich würde ganz gerne mal... Ach, guck mal, die fischen hier. Das ist cool, nur wenn die Kamera runtergeht. Das ist nicht cool. Dass es allein an der Kamera liegt. Oh, die hat einen Fisch. Hat er eingebissen? Also hat Wahnsinn? Was weiß ich, sehe ich nicht. Da ist der Fährenwert. Arbeiteraufsicht. Gildenoffizier. Will hier nochmal mit irgendjemandem quatschen, der mir Stallwart. Ah, Einzelwarenhandel. Das. Ach, die Lara. Hello there, I'm Laura. Ja. Take a look around. Ich sag gar nicht, dass wir bei Limp Bizkit sind. So, Holzfäller-Axt. Ach, guck mal, wann habe ich die denn bekommen? Jetzt kann ich da nicht endlich Bäume fällen? Schäbige Spitzhacke. Hat was mit Steinbruch zu tun. Okay, pass auf. Weiß nicht, ob das was bringt. Das behalte ich mal. Das hier kann weg. Das hier kann weg. Wagenrad. Ich glaube, ich kann weg.
Koboldflagge kann weg. Kupfererz. Ich glaube, das könnte ich auch eventuell noch gebrauchen. Wolfsfell. Ist auch eine Ressource, ne? Das behalte ich auch mal. Das ist irgendein Stoff, den brauche ich bestimmt nicht. Was ist das hier für eine Münze? Ach, das kann ich eh nicht verkaufen. Schweinehaut. Ich glaube, das ist das ähnliche wie beim Wolfsfell. Das verkaufen wir wieder für 10k. Das finde ich ziemlich geil. Horn des Altarkobolds. Von da haben wir ganz schön viel gekillt. Dementsprechend gibt uns das fast 5000, Mann. Und Eisenerz, glaube ich, können wir auch gebrauchen. So, damit ich immer wieder ein bisschen Platz habe. So, was ist das hier? Beschreibung. Ach, das ist der Arbeitervertrag. Das sind alles quasi Questgegenstände und die uralte Eisenmünze. Alles klar. Na, damit wir hier mal wieder ein bisschen Überblick kriegen. Dann holen wir Bodo und reisen weiter. Ich habe keine Ahnung, was für eine Fehlermeldung du da meinst. Oh, ich sammle gerade irgendwas. Ich will gar nicht sammeln. Ich will den Bodo. Ich will einfach nur den Bodo haben. So, Bodo, wir haben einen kleinen Weg vor uns. Nämlich dahin. Auf geht's, lieber Bodo. Wir gehen zu Grimhorn Drakenschreck zurück. Ich finde es geil, wenn die Stadt beleuchtet ist und alles außenrum ist irgendwie dunkel. Das sieht so schön aus. 51.000 Gold haben wir, ey. Nicht schlecht. Silber haben wir. Nicht schlecht, oder? So, jetzt parken wir den Bodo wieder da, wo wir beim letzten Mal dachten, dass wir ihn stehen gelassen haben. Hallo. Stopp, Bodo. So, hast du die Lola heute Morgen schon gesehen? Ja, das kann durchaus vorkommen. Die hat das seit 9 Uhr morgens schon gezockt. So, ich kann euch das Talent beibringen, aber ob ihr den Einsatz dieses Talents auch meistern könnt, da bin ich mir nicht so sicher. Oha, 30 Heiltränke. Nicht schlecht. Ihr seht müde aus. Seid ihr auf der Durchreise? Ein wenig Erholung im Gasthaus wird euch nicht schaden. Hier ist es sicher, keine Sorge. Könnt ihr am Getreidegürtel im Osten Serendias vorbeischauen? Ja, wegen mir. Ich glaube, was anderes haben wir eh nicht zu tun. Jetzt haben wir wenigstens eine Menge Tränke. Daran kann jetzt nichts mehr schief gehen. Die kann ich nicht verkaufen, da kann ich die eigentlich auch mal wegschmeißen, ne? So, automatisch sortieren lieber nicht. Okay, Bodo, wir müssen weiter. So, irgendwas ist am Osttor. Ach, da unten. Oha, da müssen wir richtig weit, Bodo. Auf geht's. Die nächste große Reise steht an. Groß, Kappa. Auf geht's. Ich finde auch das Grillenzirpen voll cool. Oh, wie man den Fluss hört. Wie schön. Schade, dass wir den Fluss jetzt gerade nicht sehen können, weil es Nacht ist.
Ich höre auch ein Uhu. Ja, von uns, das Spiel ist nicht einiger, um einige schöner als WoW. Man kann das Spiel absolut nicht mit WoW vergleichen. Das hat absolut nichts damit zu tun. Das liegt nicht daran, dass es schöner ausschaut. Und es plätschert weiter vor sich hin. Da ist ein einsamer Frosch als Gegner. Was? Ist das ein Frosch? Nee, ist kein Frosch. Ist Gott, was das für ein Vieh war. Da ist das Osttor. Und der Regen wird heftiger. So, guten Tag. Stopp, Bodo. Brav bleiben. Der Blade wird innerhalb der nächsten 6 Monate released. Das kann noch ein bisschen dauern. Have you come to take part in putting the rebels down? Kennt ihr Al-Rundi, den Bauernsoldaten? Ich glaube nicht, dass es so etwas wie Bauerntruppen gibt. Sie sind nur eine Gruppe Rebellen, die überall plündern. Ich will, dass Al-Rundi ausgeschalten wird. Al-Rundi must be punished. Grimhorn? Oh, ich dachte nur, er ist nicht sauer auf mich? Der Bericht ist kein Problem. Es sieht weder für die Rebellen noch für die Bauern gut aus. Es gibt hier unserer Meinung nach... Schaut mal, wie geil der Helm ausschaut, ey. Mit dem Licht und dem Regeneffekt. Das ist krass, oder? Es gibt hier unserer Meinung nach keinen Fortschritt. Also auch nichts zu berichten. Okay. If you help us, we'll offer you a nice reward. Es wird gespielt auf einer GTX 980 Ti. Und ich werde die Burganlage säubern. Das hat aber auch Quests. Da ihr sowieso hier seid, wieso schaut ihr euch da nicht einmal um? Ich schicke häufig Speer zum Hof Moretti. Aber wollt ihr nicht lieber selbst gehen und Hannes treffen? Ja, sein muss. I don't know what Al Rundi was like before, but he cannot be considered human being any longer. Widerstand oder Revolution? Ich bitte euch, da ihr hierbei ein neutraler Abenteurer seid, wer in aller Welt glaubt, dass Al Rundi die Hoffnung für die Bauern ist? Die Bauern verehren Al-Rundi weiterhin als ihren Helden, obwohl ihre Speicher von den Rebellen ausgeraubt werden. Sie geben einfach für Stamongard die Schuld. Darum endet dieser Konflikt nicht. Al-Rundi must be punished. Verstehe. So, Bodo, wir suchen jetzt Hannes. Einmal drehen, bitte. Schön gewendet, lieber Bodo, schön gewendet. Na los, Bodo. Lauf. Lauf, mein treuer Gefährte. Und werde Level 6. Ich befürchte, dass gleich Bodo irgendwie aufs Maul kriegt. Nee? Oh, sieht sogar ganz gut aus hier. Hatte kurz die Befürchtung. Das ist Hannes? Er sieht nicht aus wie ein Hannes. Oder vielleicht doch? Seid ihr ein Abenteuer? Warte mal. Ich hab's mir schon gedacht. Der greift tatsächlich den Bodo an. Oh, so ein Vogelscheuchengeist hat Lola vorhin getötet. Da solltet ihr vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich habe die Nase voll von denen. Geht zurück zum Osttor. Okay, ja, da hat keinen Bock mehr. Ihr habt noch nie von Al-Rundi gehört? Ernsthaft? Er hat etwas erreicht, das wir niemals alleine geschafft hätten. Wisst ihr, wie hart das Leben eines Bauern ist? Er ist unsere letzte Hoffnung. Wenn es so ist. Bodo, lass uns hier verschwinden, das ist gefährlich. So, geht zurück zum Osttor, die haben keinen Bock mehr auf mich. Nee, ich habe gar keine Quest mehr. Ich habe gar keine Quest mehr. Wir sollten vielleicht mit der Main Story Schwarzgeist weitermachen, wa? Keine Quest mehr. Und der hat gleich 2, siehst du mal.
Der Albtraumhof, habt ihr schon mal was von den Gerüchten gehört? Auf der anderen Seite des Flusses steht ein Hof, wo es spuken soll. Auf den Feldern sollen gruselige Gestalten herumschleichen. Ja, sind das vielleicht diese Vogelscheuchengeister, wo wir gerade zufällig sind? Ja, tatsächlich. Es sind wirklich die Vogelscheuchengeister, wo wir gerade zufällig sind. Ich werde den Boden jetzt noch parken, wo er nicht angegriffen wird. Warum werde ich das Gefühl nicht los? Der wird hier überall angegriffen. Oh, ist das so ein Haus, was ich kaufen kann? Oh, guck mal, das ist ein Haus, wo ich kaufen kann.